Hallo, mein Name ist Daniel Edel und ich bin der Fachbereichsleiter der Mediengestalter Bild und Ton. Wenn du dich interessierst für den Mediengestalter Bild und Ton, solltest du zwei Sachen mitbringen. Zum einen Spaß am kreativen Gestalten und ein gewisses technisches Verständnis für technische Geräte. Die Ausbildung zum Mediengestalter ist relativ umfassend. Ihr werdet in sehr vielen Bereichen ausgebildet, aber von mir zum Beispiel im Bereich Tontechnik. Was machen wir hier? Wir arbeiten hier mit technischen Gerätschaften, wie zum Beispiel Mischpulten, Mikrofonen. Wir lernen den richtigen Umgang mit tontechnischem Equipment. Das heißt, wir stellen Aufnahmen her. Hauptsächlich geht es bei uns um Sprachaufnahmen, um Nachvertonungen, um Ton zu kreieren. Der Ausbildungsberuf Mediengestalter ist sehr umfassend und vielfältig. Deshalb habt ihr ganz viele Möglichkeiten, später beruflich Fuß zu fassen. Ihr könnt zum Beispiel in der Postproduktion als Cutter arbeiten, aber natürlich auch zum Beispiel als Kameramann oder als Toningenieur in der Filmbranche. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit Teilnehmern in Projekten, weil in diesen Projekten können die Teilnehmer endlich mal zeigen, was für ein kreatives Potenzial in ihnen steckt und was sie hier gelernt haben. Und ich hoffe, dass ich bald mit euch auch Projekte auf die Beine stellen kann. Hallo, mein Name ist Martin Premus. Ich bin Fachdozent im Bereich der Mediengestalter Bild und Ton an der Berufsakademie für Medienberufe in Köln. Wenn du dich für eine Ausbildung im Medienbereich interessierst, ist technisches Interesse eine gute Voraussetzung. Im Tonbereich und auch im Bildbereich wird viel mit professionellem, komplexem Equipment gearbeitet, das untereinander verkabelt oder vernetzt werden muss. Und da ist großes technisches Interesse schon eine wichtige Voraussetzung. Ein Mediengestalter Bild und Ton lernt in seiner Ausbildung, wie er Medienproduktionen plant, produziert und auch finalisiert in der Postproduktion, also sprich im Video- oder Tonschnitt, die Beiträge fertig macht. Das Besondere bei uns ist, dass wir dich an Profi-Equipment ausbilden. Du lernst die korrekte Handhabung professioneller Kameras, Audiomischpulte und Schnittprogrammen und bist dann wirklich auch in der Lage, professionell zu produzieren. Darüber hinaus haben wir auch ein Fernsehstudio und können hier Live-Sendungen direkt ins Netz streamen. Natürlich möchtest du selber auch etwas drehen, deswegen bringen wir dir bei, wie du Bild- und Tonaufnahmen planst und selber herstellst. In unserem AV-Studio erlernst du die Durchführung und Bildmischung von Live-Produktionen. Als fertig ausgebildeter Mediengestalter Bild und Ton gibt es viele Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung. Entweder arbeitet man hinter der Kamera als Kameramann oder Kameraassistent. Man geht in den Bereich der digitalen Postproduktion für Bild und oder Ton oder man geht sogar in den Bereich der Veranstaltungstechnik als Tontechniker. Der tägliche Austausch mit den Auszubildenden macht mir unheimlich viel Spaß. Die bringen neue Ideen ein, die haben kreative Ansätze, Sachen, die bisher vielleicht schon etabliert waren, einfach mal neu zu machen und das finde ich richtig spannend. Ich hoffe, ich kann auch bald deine Ideen kennenlernen.